Martha und Ben sind schon seit einiger Zeit ohne Geld in der Welt unterwegs. Ben hat in den vergangenen 5 Jahren zu Fuß 60 Länder besucht. Übernachtet hat er entweder im Zelt oder er hat Couch gesurft und sich teilweise durch Containering ernährt. Dadurch ist es ihm gelungen, praktisch ohne finanzielle Mittel die Welt zu erkunden. Wer Couchsurfen noch nicht kennt, Couchsurfing ist ein Gastfreundschaftsnetzwerk. Die Mitglieder nutzen die Website, um eine kostenlose Unterkunft auf Reisen zu finden, zum Beispiel bei jemandem auf der Couch. Infos darüber gibt es auf www.couchsurfing.com. Wer Containern noch nicht kennt, das Containern erfolgt in der Regel bei Abfallbehältern von Supermärkten. Die Lebensmittel werden wegen abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum, Druckstellen oder als Überschuss weggeworfen. Viele dieser Lebensmittel sind ohne wesentliche Qualitätseinbußen und Risiko noch genießbar. Im Juni starten Martha und Ben für eine 3-monatige Testreise nach Island. Ja, also im Juni geht es erstmal für eine Testfahrt los von eben Landau in der Pfalz über Frankreich, England, Irland und Island. Jetzt sind wir am Plan, vielleicht noch nach Grönland zu fahren, da das ja eben sehr nahe ist in Island und dann über Dänemark zurück. Aber das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Eigentlich war Island dann wieder zurückgeplant. Die Route haben wir noch nicht so geplant. Also ich bin öfters schon mal mit dem Fahrrad gereist und mache das dann alles relativ spontan. Ich schreibe mir meistens so mit Google Maps so von Dorf zu Dorf eine Liste, klemme das dann vorne auf meinen Lenker drauf und dann fahre ich eben von Dorf zu Dorf. Und das machen wir aber relativ spontan. Das Gleiche wird dann auch in Südamerika passieren, da mal die Route sehr, sehr schwierig. Ich meine, wenn man jetzt in Südamerika 3,5 Jahre unterwegs ist, kann man so eine Route natürlich nicht im Voraus planen. Aber so ein Grundplan besteht ja, oder? Genau, also sicher ist, dass wir eben von Deutschland nach Island und wieder zurückfahren als kleiner Test für 4 Monate und dann später versuchen wir irgendwie nach Südamerika zu kommen, wahrscheinlich dann mit dem Segelboot. Wo wir rauskommen, wissen wir jetzt auch noch nicht genau. Aber dann eben, der Plan ist dann von irgendwie nach Patagonien dann zu kommen und dann im Zickzack über alle Länder von Südamerika und Lateinamerika und eben Nordamerika über Kanada dann nach Alaska zu fahren. Das wird so 3,5 Jahre dauern und das Ganze eben mit dem Tandem. Ist jetzt vorerst mal Amerika geplant oder wolltet ihr noch mehr Länder bereisen? Ja, also unser Ziel am Ende wird wohl alle Länder der Welt sein. Also das wird dann wahrscheinlich auch noch so ungefähr 10 Jahre dauern. Natürlich kann man das auch wieder alles nicht so im Voraus planen, da manche Länder eben die Situation ein bisschen schwieriger ist, auch nicht nur wegen der politischen Situation, auch wegen Visen. Also das ist manchmal eben ein bisschen schwierig, sagt man Nordkorea, Saudi-Arabien ist nicht so einfach, ein Visa zu bekommen, aber ja, da braucht man eben ein bisschen Geld und falls man das haben, würde man dann doch schon ganz gern dorthin gehen. Also ich habe jetzt 60 Länder bereist, das heißt, da kommt schon noch einige auf uns zu. Martha und Ben versuchen einen Weltrekord aufzustellen, mit dem Tandem alle Länder der Welt zu bereisen. Also ich denke, mit dem Fahrrad habe ich jetzt gehört, da gibt es auch schon Leute. Bin jetzt in Kontakt mit einem Deutschen, der ist mit seiner Freundin oder jetzt Frau von Deutschland nach Südaustralien gefahren. Das ist auch schon ein ziemlich weiter Weg, also über Asien eben nach Südaustralien. Aber ich denke, unsere Route, da wir eben wirklich über alle Länder fahren und zickzack, ist dann schon auch etwas weiter. Wir werden jetzt die nächsten Wochen dann mit dem Weltrekord oder mit Guinness dann in Kontakt treten und ich denke, falls die Bedingungen okay sind und wir das erfüllen können, werden wir dann schon einen Weltrekord starten. Und diese ganze Angelegenheit da mit Visum und so weiter, erledigt ihr das dann auch so unterwegs? Ja, also wir Deutsche sind ja da relativ, wir haben da ja ziemlich viel Glück. Wir haben den besten Reisepass der Welt seit diesem Jahr. Das heißt, wir können zu 177, glaube ich, Länder reisen oder
Ja, ich glaube, 177 Länder reisen ohne Visen. Das heißt, Südamerika und Nordamerika brauchen ja eigentlich gar kein Visa. Meine Freundin braucht, glaube ich, 2 Visen und das werden wir dann wahrscheinlich in der Botschaft von demjenigen Land machen, wo wir dann eben zuvor sind. Also das heißt, eins davon ist dann in Amerika. Das heißt, in Mexiko würden wir dann einfach zur amerikanischen Botschaft gehen und dort dann das Visa beantragen. Martha und Ben gehen die Reise ganz relaxed an, ohne gesteckte Etappenziele. Ja, also wir fahren so viele Kilometer, wie es uns Spaß macht und wie wir halt eben können, da die Landschaft ja so unterschiedlich ist. Ich sag mal, falls wir dann irgendwo in Peru in Bergen sind und da keine asphaltierte Straße sind, das kann man da gar nicht so vorhersehen, dann auch mit dem Wind und den Gegebenheiten dann vor Ort. Natürlich kommen immer wieder Krankheiten oder Materialschwäche vom Fahrrad, also das kann man so gar nicht sagen. Wir fahren einfach, wie es uns Spaß macht, versuchen möglichst viel zu sehen und ja, einfach, das ist so das grobe Ziel, nach Alaska zu kommen. Wie lange es dann dauert, wir machen uns da keinen Stress, einfach Spaß haben und ich denke, wir brauchen uns da auch nicht zu quälen. Falls man halt mal einen Tag oder zwei pausieren oder mal eine Woche wo bleiben, dann macht es auch nichts aus, da wir eben uns viel Zeit genommen haben für das Abenteuer. Natürlich müssen wir auch immer wieder mal pausieren, um unser Blog The Tandem Ramble eben zu schreiben. Wir machen ja auch Videos, Dokumentationen, ein paar Interviews, Podcasts. Das heißt, das erfordert dann auch schon Pausen. Dann schauen wir halt mal, wie wir es hinbekommen und hoffen, dass es dann so in 3,5 Jahren dann vonstatten gehen kann. Ben hat schon einige Jahre ohne Geld die Welt bereist. Diese Tandemreise planen die beiden auch mit möglichst wenig Geld zu bestreiten. Die letzten 5 Jahre sind wir eigentlich, oder ich, ohne Geld gereist, was sehr stresshaft ist. Also man kommt um die Geldgeschichte schon ganz gut herum. Aber jetzt im Moment sind wir mit Velotraum, haben wir einen Sponsor gefunden, der das Fahrrad uns zur Verfügung stellt. Des Weiteren, ja, denke ich, generell als Transportmittel braucht man eben nicht zu bezahlen, da man halt eben mit dem Fahrrad unterwegs ist. Wiesen gibt es zumindest für mich auch keine. Und ich denke, wir werden alles so weitermachen wie zuvor. Also viel campen, draußen schlafen oder wenn man jetzt zum Beispiel im Dorf rauskommt, dann eben neben einem Haus dort eben anfragen, ob man dann dort schlafen können, dass dort wahrscheinlich ein bisschen ungefährlicher ist in manchen Regionen oder eben bei Leuten, die wir unterwegs treffen, die uns einladen oder auch Couchsurfing manchmal, um in großen Städten, da das auch schon schön ist, da Leute kennenzulernen und das wollen wir ja auch. Ja, aber ich denke, also vom Essen her ist es was bisher so, dass ich immer eingeladen wurde. Aber ich denke auch, dass ich durch das Trampen und bin auch viel gelaufen und viel Couchsurfing genutzt, ja, wird man schon viel auch eingeladen. Ich sag mal, auch was wir auch häufiger machen, ist Containern. Das heißt, in Westeuropa wird eigentlich 50 bis 60% der Nahrung weggeworfen. Das werden wir eigentlich alles so weitermachen. Da wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, denke ich, dass vom Essen her wir wollen etwas mehr brauchen und da auch nicht warten können, ja, bis dann irgendwas auftaucht. Ich glaube, da müssen wir uns schon dann auch alleine weiter versorgen. Ja, finanziell sind wir jetzt ein bisschen am Arbeiten, um das so eine Notration dabei zu haben, um uns dann eben durchfüttern zu können. Aber das ist auch eigentlich, denke ich, das Einzigste, was wir brauchen. Falls was mit dem Fahrrad nicht stimmt, klar, da kommen dann auch noch verschiedene Kosten auf uns zu, wahrscheinlich. Aber sonst denke ich, dass das Material, wo wir benutzen, schon erste Klasse ist und das dann schon auch die 3,5 Jahre durchstehen sollte. Das Beispiel von Ben und Martha zeigt, dass Reisen ohne Geld möglich ist. Wer sich von den beiden inspirieren lassen möchte, kann die Reise auf ihrem Blog mitverfolgen unter www.tandemramble.com und auf der Facebook-Seite The Tandem Ramble. Es gibt nächsten Samstag ein längeres Interview in einer Ländle-Allmende von Martha und Ben zu hören. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid.
Dieses Mal nicht aus dem Rheintal, berichtete euch Ingrid Delacher für Proton, das freie Radio.